Hey Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem weiteren Part von Yu-Gi-Oh! Duelist of the Roses. Ja, im letzten Part haben wir gegen Bakura gekämpft. Das ging relativ flott. In 5 Minuten haben wir das Duell fertig gemacht. Und hier, dann habe ich leider versagt, den Dunklen Magier zu bekommen. Und jetzt kämpfen wir mal wieder gegen den alten Kartenmeister oder wie der auch heißt. Ich will nochmal gucken. Vielleicht haben wir die Möglichkeit wieder zur Reinkarnation irgendwas. Weil ich vergesse das immer. Meteordrachen könnte man mit reinnehmen. Werde ich auch machen. Dafür die falsche Falle raus. Meteordrache rein. Haben wir sonst noch irgendetwas, was uns helfen würde? Hexer. Ich tue mal die Hexer mit rein. Dich raus. Das rein. Ich will nämlich nur mal sicher gehen, dass wir wenigstens ein paar Hexer haben, weil ich nämlich schon weiß, wie das Feld aussieht. So möge das letzte Duell für dieses Let's Play beginnen. Bereite dich auf dein Verderben vor. Mehr hast du nicht zu sagen wie, ich bin ein Herr und Meister oder sowas. Du abscheuliche Kreatur, ich werde dich dahin schicken, wo du herkommst. So hat man wieder ein spannendes Duell, aber diesmal können wir durch die Mitte gehen. Und gleich die richtigen Karten. Aber ich werde erstmal hier sie hier spielen. Diese Karte hatte ich auch noch nicht, den als Deckmaster. Diese Karte hat den Effekt, nämlich dass er weitaus in der nächsten Runde komplett 12 Sterne hat. Also das heißt ungefähr, dass er nämlich volle Sternezahl hat. Mal gucken, was... Der spielt ein bisschen aggressiver, wie ich das in Erinnerung habe. Erstmal kriegen wir Lebenspunkte wieder dazu. Aber die Karte ist eigentlich ganz gut, wenn man nämlich unbedingt Punkte braucht. Sternepunkte. Um nämlich Monster zu rufen. Da ist das nämlich ideal. Hier rücke ich mal den Kampfstier hin. Um ganz einfach außen rum zu gehen, um ihm ein bisschen den Weg abzuschneiden, wenn wir von vorne kommen. Wer weiß nämlich, wo er lang gehen wird. Es fusioniert da was. Also ich glaube, das wird was Starkes sein. Oh Gott. Den rotäugigen schwarzen Metalldrachen. Auch hier wieder mal jemanden, wo man ganz gute Karten herbekommt. Wir gehen auf jeden Fall gleich hier rum. Alter, ey, ist das ein krasses Vieh. Hatte ich noch nie, weil mir immer die eine Karte davon gefehlt hat. Entweder der schwarze Rotauge oder der Metallwandler. Natürlich kann man mit den Rotaugen auch Dings machen. Und zwar mit den Meteordrachen. Ich glaube... Nee. Doch, wir verlieren unsere Punkte. Mit den Schwarzroten kann man auch den... Na? Mit dem Meteordrachen fusionieren. Und da bekommt man dann ebenfalls... Nämlich, den Meteordrachen, also den weitaus stärkeren mit 4000 Angriffspunkten, glaube ich, hat der. Oder 3500. Bin mir da auch nicht mehr so sicher. Sonst fusioniert der schon wieder. Was ist das? Alter, ey, will der mich verarschen? Das hat er auch noch den weißen Drachen, ey.
Den habe ich ihn aber auch noch nicht spielen sehen. Kann er mit Machtex Kashin was anfangen? Ja. Ich lasse den mal in Angriffsposition mit ein bisschen... Ne, ich glaube, den kriegen wir nicht kalt. Da haben wir immer noch so wenig. Na doch, wir kriegen den. Hast du gedacht, ein Drache verliert gegen eine Wolke? Oh Mann, ey. Oh, jetzt opfert er mal wieder meine Lebenspunkte. Der ist Aqua, ne? Wie viel macht der? 300. 600. Keine andere Möglichkeit, weil ich nicht weiß, wann ich die richtigen Karten ziehe. Wie viel haben wir jetzt? Es sollte reichen. Alter! Nee, dagegen haben wir keine Chance. Sorry Leute, aber hier war es, dieses Duell war schon klar als begangen. Also wenn man die Hand, die erste Hand war zwar richtig gut, aber da er nämlich auch eine gute Hand hatte und gleich fusionieren konnte. Nee, also es ging nicht. Na komm, halt deine Schnauze, du alter Mann. Gucken mal, vielleicht können wir jetzt regenerieren oder wie sich das auch schimpft, ey. Ich bin hier kein Sprachexperte. Nö. Obwohl, hat der... Ja doch, können wir jetzt. Was mache ich da? Was haben wir ganz oben? Abgrundblume, lebender Trank, falsche Falle. Sagi. Traumclown. Monster Eye. Ich guck mal, was wir doppelt haben und dann mache ich das. Ihn hier haben wir doppelt. Ach, wieder eine Scheißkarte, ey. Embryo Monster, hä? Kenn ich überhaupt nicht. Unsichtbare Draht. Ja. Was ist das, Embryo-Monster? Nach dem Aufdecken wird sie in Kairoshin verwandelt, wenn sie drei Runden aufgedeckt in Verteidigungspositionen überlebt hat. Die Karte kann aber nur vom Besitzer aufgedeckt werden. Ah, okay. Super Karte. Weg. Embryo-Monster. Die habe ich noch nie gesehen. Und unsichtbarer Draht kommt rein. Habe ich dafür irgendetwas, was ich rausschmeißen kann? Ein. Komm, die machen wir raus. Unsichtbarer Draht. Ich hoffe, ich habe damit jetzt keinen Fehler gemacht. Weil nämlich die Karte, die ich jetzt rausgetan habe, hätte stoppt nämlich den Gegner für drei Runden. Und die, die ich jetzt reingetan habe, halt zerstört halt das Monster. Kann man so oder so sehen, aber ich möchte eher die Monster zerstören, da der jetzt so, weil der ja so krasse Monster hat und fusionieren kann und, boah. Gib mir gleich Spiegelwand zum Anfang. Machen wir erstmal Schadenspunkte an seinen Lebenspunkten. Verbrenne ihn nicht die Finger. Wahrscheinlich tut er wieder seine komische Kugel nämlich spielen, damit er seine volle Sterne bekommt. Die will ich auf jeden Fall auch in meinem Deck haben. Soll er nur ankommen, ey. Ach, vielleicht... Ja, ich wusste es.
Ich werde erstmal sehen, was du in der Hand hast, mal wieder. Die könnte ich aber auch irgendwann mal raustun. Irgendwann spielt es keine Rolle mehr, was der Gegner auf der Hand hat. Oha. Also macht er wahrscheinlich wieder den Totenkopf, Drache. Falle. Ja. So möge die Falle zuschnappen, wenn du mich angreifen wagst. Oh, weiße Drache, ey. Leck mich doch. Ta 2400. So, jetzt mal überlegen. Der hat 700. Möge mein Flammenschwertkämpfer ehrenhaft kämpfen. Dich rücke ich mal weg. Weil ich muss das Feld erst in Wasser umwandeln. Dann habe ich erst eine Chance. Gegen den weißen Drachen. Oh, ich habe den Wasserdrachen. Ja, das sollte funktionieren. Oder wir machen es so. Bevor ich ein Spiel, weil ich nicht weiß. Achso, ich kann ja mal gucken, was der Sangha des Donners. Hä? Na, keine Ahnung. Hoffentlich greift er das Vieh an. Meinen komischen blauen Schleim. Somit kann ich sicher sein, nämlich dass ich genug Angriffspunkte habe, um ihn zu zerstören. Wäre natürlich geil, wenn ich nämlich die Möglichkeit hätte, den blauäugigen weißen Drachen nämlich zu bekommen. Aber das glaube ich mal wieder nicht. Selbst wenn ich den zerstöre, kommt er nicht in das Slotmaschine. Oh oh. Beinahe wieder vergessen und die Aufnahme wäre beinahe in den Arsch gewesen. 2600. Ja, wir haben genug. Aber wir stärken unser Wasserdrachen noch. Weg, weißer Drache. Was zwar größere Flügel dafür hat, ist aber mein Wasserdrache um einiges fetter. War vielleicht jetzt ein Fehler, nämlich so offen zu lassen. Okay, er hat keine. Ich glaube nicht, dass der irgendwelche Wassermonster hat. Ich will. Beide zwei. Ich will wissen, was der da hat. Alter! Noch aggressiver geht's wohl nicht. Boah. Was für eine dumme Sau, ey. Nächste Niederlage. Ist mir scheißegal, wie lange der Partfunk geht. Ich will das jetzt hinkriegen. Ich muss am Anfang nur diese Scheiße ziehen, diese scheiß Spiegelwand. Da kann er mir gar nichts mehr, der Hure. Die Hure. Oh Mann, ey. So, bitte, Herz der Karten. Wieder nur Scheiße. Ich starte immer fast immer mit diesem gleichen Blatt.
entweder eine Karte drinne oder zwei, die nämlich dafür sorgen, nämlich das innere Feld nämlich zu Wasserfeldern zu machen. Oh, ey, das riecht mich auf. Ich glaube, der wird auf. Nee, der wird doch nicht angreifen. Traut er sich nicht. Komm schon, wir haben schon 15 Minuten, ey. Das lassen wir mal so. Weil ich nicht weiß, was der jetzt spielen wird. Also ich werde mich jetzt permanent wirklich konzentrieren, zu versuchen. Er traut sich einfach nicht. So, bis da oben hin haben wir jetzt schon mal... Aber vielleicht spielt er jetzt ein Monster mit 6000 Angriffspunkten und fickt mich weg. Machen wir es mal so. Erweitern mal das Feld. Machen wir mehr Angriffsfläche. Ja, das Monster wird er jetzt auf jeden Fall zerstören, wenn er jetzt mit seinen überkrassen Monstern ankommt. Oh Mann, ey, ich komme immer ans scheiß Mikro, ey. Scheißegal, wir machen jetzt Schaden, ey. Steck mir deinen Dreizack in den Arsch. Vielleicht hat er das noch nicht mal. Hoch. Wir müssen unbedingt nachsetzen. So. ...3300. Doppelköpfiger Donnerdrache. Hatte ich mir auch mal vorgenommen, den als Deckmaster irgendwann mal zu machen. Aber ist halt nicht so einfach. Komm schon, Spiegelwand. Zurück. Hat der überhaupt... Ja, der hat einen Powerfeld-Bonus. Machen dieses gesamte Gebiet hier zu Wasser. Es war vielleicht dumm für den einen oder anderen, der sich jetzt so denkt, ey, hätt's ja vorrücken können und dann machst du dort Wasser und so. Ist ja vollkommen egal, er spielt wesentlich aggressiver und ich muss halt gucken, dass ich Spiegelwand ziehe. Wenn ich Spiegelwand nicht ziehe, kann ich nämlich das gesamte Duell mal wieder knicken. Oh, wegen einem Punkt, ey. Oh, super. Ja, nimm meine Lebenspunkte, ey. Ich brauch Spiegelwand, verfickte Scheiße hier aber auch. So, das schwächt dann ein bisschen, aber es wird nicht reichen. Ich brauche erst noch die entweder die Stärkungskarten oder Spiegelwand. Weil wenn ich beides nicht habe, dann kann ich es knicken. Ja, 2,7 hat der. Ist ja kein Dinosaurier. Ist ein Dörrermonster. Ich mach mal die Labyrinthfeder weg, die irritieren mich.
Der mit seinen überkrassen Monstern, ey. Das kann ja nicht mit rechten Dingen zugehen. Was ist das für ein Vieh? Ach, kinetischer Soldat. Kenne ich auch eigentlich nicht. Der hat, Nachteil. Megawandler 300 reicht nicht. Mal so. Schadenspunkte werden eh auf 0 reduziert, wenn das vernichtet wird. Ich muss den so lange aufhalten, bis ich, wie gesagt, Spiegelwand ziehe, sonst kann ich das knicken. Ja, fühlt sich da oben sehr dicke, Alter. Ja, und so hier. Toll, dann zerstöre ich das Monster und dann kommt er mit seinen einen Torwächter, was dann auch wieder 5000 Punkte hat. Ich sag euch, garantiert wird das ein 40-Minuten-Video, weil ich ganz einfach nicht diese richtigen Karten ziehe. Weil ich habe nämlich auch keine Lust, dann einen Part anzufangen und dann habe ich da nur 5 Minuten. Vor. Vielleicht habe ich damit ja auch eine Chance, oder? Ja, sollte ich eigentlich. Mal gucken. Mann, ey. Diese scheiß Gegner hier. Ja, Totenkopf, Drache, ey. Warum gibt er nicht einfach so die krassen, harten Karten, am besten noch Ritualkarten, die er einfach so spielen kann, ohne das Ritual nämlich ausführen zu müssen? Mann, ey. So. Jetzt erhöhe ich erstmal den Druck. Nee. Okay. Ich muss einfach nur genug Schaden machen, damit der wegkommt. 3100 ist schon mal eine Hausnummer, ey. Aber jetzt setze alles... Oh, scheiße. Ich hab dich aufgepasst. Ai. Nochmal. Ich werde den Part jetzt nicht beenden. Ist mir scheißegal. Unsere Jungfrau wurde wieder mal befördert. Wäre geil, wenn sie mal eine Fähigkeit bekomme. Halt die Fresse. Dreimal verloren, ey. Das kann ja nicht angehen hier. Nur weil der Bastard übermenschliche Karten hat, ey. Nee. Wenn man es mehrmals gegen den duelliert hat, dann funktioniert's. Aber nicht so, ey. Nicht am Anfang. Gleich spielt er dann erstmal wieder hier seine komische Karte hier, damit er wieder hier 12 Punkte kriegt. Damit er jede Karte spielen kann, die er will. Ich hasse diesen scheiß Idioten, ey. Ach,
Gib mir doch einfach nur die Spiegelwand, ey. Ach, Mann. Hier die. Der ist aggressiv und vorsichtig zugleich, ey. Das kann ja nicht angehen. Ich krieg immer diese bescheuerten Feinkarten. Aber die Feinkarte, die ich eigentlich brauche, nee, die kriege ich einfach nicht. Warum? Weil das Spiel nämlich meint, oh nee, die tun wir ganz unten hin. Soll ja ein schweres Duell sein. Ich muss wirklich die gesamten Scheißkarten jetzt alle abschmeißen. Gut. Der hat dann immer noch so viel. Ich dachte... Oh, das ist ja eine Scheißkarte. Oh, die kommt raus. Weg, weg, weg. Kommen sofort weg auf dem Friedhof, ey. Ich habe mir jetzt was Großes erhofft hier. Magic-Karten, die nämlich eine gewisse Zeit brauchen, um sich, sag ich es mal, weiterzuentwickeln. Die haben es manchmal in sich, aber so eine Scheiße, ey. Nee. So eine Scheißkarte habe ich noch nie gesehen. Oh, endlich, ey. Wird auch mal Zeit. Obwohl, sieht als Deckmaster würde die ganz gut passen. Erstmal hier, also das Monster erstmal kalt machen. Erstmal dieses gesamte Feld mal in Wasserfeld verwandeln. Ich will nur mal sicher gehen. Ach, wir hatten da wieder so laute Musik da draußen an, ey. Ich sage am besten gar nichts dazu, weil ich nämlich weiß, wer es ist. Genau die richtige Karte. Nee. Wir spielen den Ochsenkrieger. Kampfstier, das muss ich nochmal langsamer merken. Weil wir müssen noch andere Felder in Wasserfelder verwandeln. Oh, es regnet wieder, das ist schön. Der weiße Drache hat keine Schnitte gegen meinen Kampfstier. Warum nicht gleich so? Na komm, gib mir jetzt das, was du alles noch hast. Depp, ey. Da war der andere aber wiederum schwerer, muss ich sagen. Der hat zwar nicht aggressiv gekämpft, aber dennoch, wenn er gesehen hat, aha, der hat Spiegelkraft, dann, ja, greift er einfach nicht mehr an. Und man hat bei den Torwächter-Teilen gesehen, bei den Torwächter-Teilen ist es nämlich so, wenn die trotz zerstört werden, wenn so irgendjemand angreifen wird, der Wert auf 0 reduziert. Das ist so ein Effekt, also der ist schon ganz gut. Ah, jetzt habe ich den Wasserdrachen.
Weil ich es einfach kann. Weil ich einfach meinem Kampfstil vertraue. Warten mal ab und sehen, was er uns noch entgegenschmeißt. Ah, Leute, ey. Ah, er traut sich nicht. Das soll schon was heißen. Aber dich decken wir noch nicht auf, mein Schatz. Komm, spiel was. Okay, den magst du zwar gestoppt haben, mein Kampfstier, aber das nächste Monster wirst du nicht aufhalten können. So. Das Duell ist vorbei, mein Freund. Ich habe gewonnen. Oder? Ja. Gewonnen. So, so müsste das gesamte Duell ablaufen, ey. Jungfrau, das Wasser wurde befördert. Mein Gott, ey. Ich habe das so selten mal zu Gesicht bekommen, dass irgendjemand hier befördert wird. Gut. Scheiße, ich wollte noch Soa. Weil Soa hatte ich nämlich auch noch nicht einmal im Deck. Oder allgemein irgendwie besessen. Hier im Spiel wie in Real Life. Ich glaube, eine Karte von Benef Keef, wenn ich mich nicht irre. Nein, nein! Das ist nicht gerecht. Ich kann nicht verlieren. Wer gewinnen kann, muss auch verlieren können. Unmöglich. Nein. Die Beschwörung wurde rückgängig gemacht. Meine Familie. Die Legende besagt, dass meine Familie die einzige Adelslinie wäre, die einen Pakt des Ruhmes mit einem Kartenwächter eingehen könnte. Aber irgendwann in der Vergangenheit wurde der Pakt gebrochen, aus Gründen, die in den Mysterien der Geschichte verborgen bleiben. Für Generationen hat unsere Familie die Welt durchforscht, um diese Kartenwächter zu finden, um den Pakt und den Ruhm wieder zu beleben, der einst unser war. Seit dem Tag, an dem ich das Buch von M in den Dem Cool erhalten habe, habe ich überall und irgendwo gesucht. Nirgendwo. Viele Wächter habe ich erweckt, nur um sie wieder in ihre Ruhestätte zu betten. Bis heute war meine Suche nach dem einen wahren Wächter erfolglos. Du kannst dir nicht vorstellen, wie aufgeregt ich war, als ich nach England kam und von der Legende des Rosenolanden hörte. Ich musste nicht betonen, dass das Resultat ernüchternd war. Ich entschuldige mich dafür, dass ich dich in all dies hineingezogen habe. Ich stehe zu meinen Versprechen und schicke dich in dein Zeitalter zurück. Jedoch fürchte ich, dass das nicht ausreicht, um dich für deine Hilfe zu entlohnen. Warte. Hier, nimm dies mit dir. Ich werde weiter nach dem wahren Wächter suchen. Vielleicht ist es mir vorbestimmt zu versagen, aber meine Nachfahren sollen meine Suche fortsetzen. Solltest du einen meiner Nachfahren treffen, zeig ihm diesen Rosenanhänger. Aber ab dem heutigen Tage und für alle Ewigkeiten steht meine Familie in deiner Schuld und lässt dir jegliche Unterstützung zuteil werden, die in ihrer Macht steht, dass ein Versprechen, ein ewiger Schwur, ein Schwur der Rosen. Und so wird der Rosenland zurück nach Hause geschickt. In den folgenden Tagen verschwand die mystische Barriere, die durch die Magie der Karten aufrechterhalten wurde, langsam, so dass die Küste Englands der Invasion hilflos gegenüberstand. Im August 1485 landete Hugi Heinrich Tudor erfolgreich in Milford Haven.
Er besiegte Richard III. In der Schlacht von Bosworth und wurde als Heinrich der VII. Zum König gekrönt. Die Herrschaft der Tudors sollte bis zur Regentschaft von Elisabeth I. andauern. Was Seto und die Rosenkreuzritter betrifft, nun, sie verschwanden aus England und wurden nie wieder gesehen. Der einzige Beweis ihrer Existenz ist eine Inschrift auf der Rückseite des Rosenanhängers. Der Mensch ist geboren, um zu sterben. Der Schwur der Rosen aber ist geboren, um zu überleben bis in alle Ewigkeit. Ein Schwur in mystischen Ziffern. Ja, das brauche ich jetzt nicht. Yu-Gi-Oh! Duelist of the Roses, das Kapitel der Weißen Rose, Ende. Ja, Leute, wir haben's durch. Ich muss dann... Ja, Leute, ich glaube, am heutigen Tage wird, glaube ich, nicht noch ein Yu-Gi-Oh! Part kommen, denn der wird erst am 11. kommen. Ja, Leute, ihr könnt ja mal sagen, nämlich was ihr von den Let's Play haltet, weil ich fand's großartig, eins der ersten Yu-Gi-Oh! Spiele, die ich auf der Konsole gezockt habe. Und ja, ich fand's großartig. Wir haben nicht gerade viele Parts gebraucht, obwohl ich auch ein paar Niederlagen einstecken musste. War aber auch klar, wenn man nicht die richtigen Karten zieht, auf die man baut. Aber egal. Das hat ja... Ja... Es hat mich ja nicht wirklich gefrustet, obwohl es sich hin und wieder mal angehört hat. Aber wir sind relativ fix durchgekommen. Also ich muss wirklich sagen, ich bin selbst noch überrascht, dass ich das heute komplett durchgezogen habe. Also am 10. dass ich die rote Rose durchgespielt habe und mit einem Ruck auch die weiße Rose durchgespielt habe. Also ich bin noch nie so schnell durch dieses Spiel gekommen, weil... Naja, als Let's Play, da versuche ich ja immer wieder mal zu gucken, nämlich hier, wie schnell komme ich da durch, wie lange muss ich mir da Zeit lassen und so. Und gerade am Anfangsstadium mit wenig Abonnenten, da versucht man natürlich so viele Let's Plays wie möglich hochzuladen und zu beenden, damit man ganz einfach für die Leute, die halt neu auf den Kanal kommen und sich die Videos angucken und dann denken, ey, der hat dieses Spiel gespielt, das gucke ich mal, ich abonniere ihn schon mal vorsichtshalber und so. Ja, das sind so meine Gedanken. Aber das Spiel an sich, wie gesagt, ein super Spiel. Aber in nächster Zeit werde ich jetzt noch nicht weiter irgendwie mit Yu-Gi-Oh! Kommen. So, das einzige Yu-Gi-Oh! Spiel, die einzige Yu-Gi-Oh! Spiele, die ich noch habe, wäre Capsule Monster, Colosseum und GX Tech Force Evolution. Aber bevor das kommt, Leute, dauert das noch eine Weile. Es sei denn, ihr wollt das unbedingt sehen, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Ja, dann sage ich mal, wir sehen uns im nächsten Let's Play.